Da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight. Ich spiele eine Killerin, und zwar die Amanda. Das Schweinchen aus dem Saw-Kapitel. Die habe ich mir gerade eben gegönnt. Weil ich die eigentlich immer ganz witzig finde. Gerade auf den niedrigeren Rängen kann die mal zu so einem kleinen Jumpscare verhelfen. Das ist doch ganz witzig immer. Die Kiste. Ach, da ist doch gerade jemand lang gegangen. Aha. Zack. Da saß schon mal der erste Treffer. Ich hau hier gegen und gehe dem Dwight hinterher. Okay. Nehme ich natürlich auch gerne mit. Du kommst hier hoch. Aber glaub ja nicht, dass ich das vergessen habe. Dass du noch eine Falle bekommst vorher. Huh. Sehr schön. Und da hänge ich sie auf und duck mich wieder. Das ist jetzt schon die dritte Runde, die ich mit ihr spiele. Ich spiele hauptsächlich... Na, gerade bin ich doof. Ach, der geht schon zurück. Jep, ich bin doof. Ich spiele hauptsächlich Killer wegen der Aufgaben im Spalt. Aber ich wollte mir mal angewöhnen, das zu ändern. Oh, das war richtig daneben. Ist irgendwo hier... Oh. Schön Falle gelaufen hier. Als hätte ich es geplant, habe ich aber nicht. Ich bin Rang 16, gerade eben Rang 16 geworden, wie man eventuell auch mitbekommt. Oh, jetzt holt sie hier den Stun. Oh ne, er holt sich seinen Sprintboost, sein Balanced Landing ab. Und ich hau ihm eine Falle drauf. Puh. So. Die ersten Runden waren sehr unbalanced. Und ich habe ja, ich spiele nicht viel Killer. Ich irgendwie, weiß ich nicht, 3 Stunden, wenn es hochkommt, als Killer. Und ich dachte mir, neues Jahr, neues Glück. Ich versuche mal ein bisschen mehr hier Killer zu spielen, besser zu werden dadurch, dass ich eben Killer spiele. Auch als Survivor ist das nie schlecht. Geduckt bin ich langsamer, deswegen laufe ich ihm jetzt so hinterher. Puh, aber irgendwie... Mal gucken, ob er mir jetzt in die Arme rennt. Yep. Moini. Schön. Kann ich auch durch. Mache ich aber jetzt mal nicht. Er rennt hier weiter. Dann renne ich hier rum. Hier wird sich geheilt gerade. Alle haben die Fallen wieder ab. Das tut mir leid. Du kriegst trotzdem wieder eine Falle drauf. Dann habe ich noch eine. Oh wei, oh wei, oh wei.
Da wird gearbeitet. Da wurde gearbeitet. Ich frage mich immer, wenn ich Kinder Schweinchen spiele, na, da kommt es immer mega plötzlich an. Spielen alle, alle außer mir mit kaltem Rückenschauer? Alle? Muss man jetzt immer so rückwärts an die Generatoren ranlaufen? Puh. So, er wurde gerettet. Ich habe Triff deine Wahl ausgerüstet. Bedeutet, derjenige, der gerettet hat, ist jetzt ein One-Hit für mich. 40 Sekunden lang. Wenn man das Perk weiter aufgelevelt hat, dann dauert es weniger lange. Im Abstand von 32 Metern. Oh, da hat er einen Skillcheck versaut. Ich gehe mal nicht hin. Muss den ja auch nicht zu Tode tunneln, nicht wahr? Ich sehe auch echt niemanden, ne? So, wie sieht's hier aus? Die verstecken sich doch ganz gerne Survivor mal. Ja, trifft deine Wahl ist abgelaufen. Ach Mensch. Dich habe ich laufen sehen. Da läufst du lang. Warum sehe ich denn eigentlich nur die beiden? Upsa. Punkte, wenn ich die Palette zerstöre. Ist hier lang und versteckt sich irgendwo. Ne, er ist darüber gerannt. Puh, ist echt kein einfacher Killer. Ansonsten fand ich eigentlich die Anna auch ganz gut. Also die Huntress. Die hatte ich auch gelevelt noch ein bisschen. Sogar mit Nurses Calling drauf. Ich habe die Krankenschwester zuerst gelevelt, aber es ist quasi undenkbar, mit solchen Killern zu spielen, wenn man gerade erst angefangen hat, Killer zu spielen. Klar müsste ich einen Vorteil haben, weil ich ja Survivor schon ein bisschen länger spiele. Jetzt seit Juli. Da hast du die Heilung vergeigt, ha? Super. Oh. Ah, ich hab die Falle vergessen. Aber hier ist sehr nah dran. Das reicht noch aus, um mit L2 die Falle drauf zu machen. So, letzte Falle. Bringt mir auch immer Punkte. So, und die Falle wurde aktiviert. Mit der Falle, wenn die aktiviert ist, kann man nicht aus dem Ausgang raus. Hier ist doch gerade jemand gerannt. Auf jeden Fall jemanden atmen hören. Puh, da muss ich mich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr einlesen auch, was schlau ist. Aber ich glaube, mit ihr ist es auf jeden Fall... nee, das hatte ich gar nicht vor. Ein bisschen einfacher als mit der Huntress für einen Start zu spielen. Aus der Luke könnte man raus mit dem, mit dieser Falle auf dem Kopf. Warum sehe ich denn niemanden mehr? Meine Güte.
andere Richtung gelaufen. Dort rüber. Ich weiß nicht. Dann muss ich wohl wieder zu den Generatoren. Der war relativ weit. Ich drücke die ganze Zeit den falschen Knopf für diesen blöden Angriff. Ist keiner hier. Hier rüber gelaufen. Habe ich die Palette eigentlich schon weggenommen? Ja. Ah, hi. Ja, okay. Und dann? Dann läufst du mir rein anscheinend. Warum habe ich dich vorher noch nicht gesehen? Das ist ja verrückt. Leider keine Falle mehr für dich. So, da war der letzte Motor gerade an. Hier sind auch Rennspuren. David hat seine Falle auch abgekriegt. Ja. Also Killer zu spielen, das muss man echt entspannt sehen. Am Anfang echt schwer, aber Dead by Daylight war am Anfang für mich auch echt super schwer. Super. Deswegen muss man es gelassen sehen. Im schlimmsten Fall kommen 4 Survivor raus und freuen sich über die Punkte. Hier hat doch jemand geschrien. Ja, mit trifft deine Wahl muss ich ein bisschen weiter weg. Damit ich einen One-Hit gleich wieder habe, wenn jemand retten gegangen ist. Weiß nicht, ob das ausreicht. Wir werden hier lang laufen. Nein, machen sie natürlich nicht. Heilen die sich unterm Haken? Nein, tun sie auch nicht. Meine Güte. So, dann laufe ich mal ein bisschen schneller damit. Die sind hier gar nicht mehr. Die sind direkt rüber gerannt. Haben sich schon geheilt. Boop your snoot hier. Alles andere wäre unfreundlich, Leute. My Snoot. Kennen sie nicht, ne? Los, Boop, My Snoot. Boop, My Snoot, los. Kennst du nicht, ne? Danke für den letzten Hit. Mit Boop My Snoot meine ich, dass der Überlebende, ich habe das auch noch nie gemacht, ich kenne das auch noch nicht so wirklich lange, habe es schon ein paar Mal gesehen, aber nicht richtig deuten können,
Die Überlebenden sich hinhocken und nach vorne zeigen, und zwar auf meine Nase. Und dann ist das Boot My Snoot. Deswegen finde ich jetzt plötzlich Amanda so cool, weil ich doch auf solche Situationen eigentlich hoffe. Ja, ich habe doch schön viele Punkte gemacht dafür, dass ich sie heute zum dritten Mal gespielt habe. Bin alle meine Fallen losgeworden. Ja, zwei haben mit kaltem Rücken Schauer gespielt. Ja, ich würde sagen GG und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wahrscheinlich eher bei einer Survivor-Runde. Bis dann, ciao!